Haushaltsarbeit im Museum. Boah, wie schlecht. Wie schlecht, Junge. Komm So, her. warte. Guten Tag. Deine Jetzt darfst Kopfform du. passt auch So. schon fast zur Minifigur. Joke ausgereizt, würde ich sagen. Joke ausgereizt, okay. Und vielleicht können sich die einen oder anderen noch erinnern. Vor einigen Folgen habe ich ja erzählt, dass wir bald einen Stop-Motion-Film machen werden. Deshalb bin ich hier gerade nochmal im Stop-Motion-Keller von Lenny Briggs. Moin, moin. Moin, Servus. Hallo, hallo. Und wir bauen jetzt gerade hier eine Kulisse für den Hintergrund. Und einmal dürft ihr raten, was ist das mit der Jedi-Rad? Wir haben leider nur begrenzte Teile hier mit am Start und deshalb ist es alles sehr instabil. Aber ihr müsst euch das so vorstellen, es ist dann unscharf und dann sieht man halt nur das hier mit dem Bogen dazwischen. Geht ja auch dann eher um Yoda, Windu und Obi-Wan und so weiter. Das wird dann die Grundfläche, auf der wir landen. Der Jedi-Tempel selber ist schon Ja, das ist ja aufgebaut. alles mit CGI getrickst. Der Jedi-Tempel an sich ist eigentlich nur so groß wie meine Hand. Aber das werdet ihr dann im Film sehen. Der wird dann hier auf dem Tisch gedreht. Also Stop Motion, falls ihr selber irgendwie nach einem neuen Hobby sucht, vielleicht ist das was für euch. Ist zwar super schwer zum Lernen, aber ihr braucht nicht viele Steine, nicht viel Platz und könnt coole Ergebnisse damit erzielen. Ich würde sagen, Allgemeine Polizeikontrolle. das hier. Ganz klassisch im Adidas. Turnbeutel, ist er noch aus deinen Grundschulzeiten? Es kann sogar gut sein. Na, kommt da noch was? Jawohl. So macht das auch Spaß, oder? Eieiei, befriedigend. Aber ich finde, man denkt nicht, dass das hier 1000 Steine oder halt 999 sind, oder? Nee, denkt man wirklich Das denkt man nicht. echt nicht. Das ist auch gut, wie die Dings von den Wänden runterfallen. Eieiei. Und es riecht hier so nach Baumarkt. Junge, Junge, Real Talk. Ist einfach ein Bein. Wir können nicht zeigen, wie es hier aussieht. Das kannst du nicht reinschneiden. Hey. Freunde, es ist ein trauriger Tag gekommen. Ich musste Kartons wegschmeißen, weil wir einfach nicht mehr genug Platz haben. Und Platz ist teuer. Deshalb habe ich auch den Karton jetzt leider weggeschmissen. Die Dark Trooper Kartons müssen auch weg. Oh no. Und Anleitungen. Oh Mann, ich komme in die Hölle. Wir werden reich am Automaten. Jetzt Wetten abschließen, wie viel das sein wird. 47 Flaschen haben wir, plus 3 Glasflaschen. Der Wahnsinn. Ja, also wir haben hier so Jalousien, um den Raum abzudunkeln. Bob Brickman hat sich gedacht, wer braucht Jalousien, wenn wir auch solche Vorhänge haben. Ich berühre das. Okay, ich berühre es ja schon nicht. Vollster Einsatz für die Stadtrundtour. Aber sowas von Junge. Soll ich zurückfilmen? Oh Gott. Wunderbar. Inception. So, Freunde, heute ist hier Flohmarkt in Rosenheim. Und ich dachte mir, ich gehe mal rüber und gucke, ob es irgendwelche Lego-Sachen gibt. Wenn das schon hier direkt vor der Haustür ist, muss man das ja auch mal nutzen. Ja, also ein Vlog, in dem ich nichts runterwerfe, wäre kein Vlog. Deshalb hier der obligatorische Runterwurf-Shot. Ah. So, ich bin gerade dabei, hier den Horizon Forbidden West Tallneck zu bauen. Und ich habe die Sticker hier in die Anleitung getan. Und dreimal dürft ihr raten, was passiert ist. Der eine Sticker hat sich gelöst und hat sich an die Anleitung geklebt. Jetzt habe ich da so einen Riss in der Anleitung drin und der Sticker klebt eigentlich fast gar nicht mehr. Das hätten sie bei einem 18 Plus Set auch echt als Print machen können. Das ist keine gute Idee hier. Jetzt machen wir was Humaneres. Jetzt rutschen wir hier mit Aussicht auf München und die Regenwolken. So, jetzt ist es soweit. Premiere vom neuen Jedi Bob Film. Wir sitzen hier alle entspannt. Die darf ich ja alle filmen hier. Let's go! Yeah! So, der Film ist durch. Jetzt wird noch ein bisschen hier die Eisenbahn begutachtet. Ich hoffe, euch hat der Film soweit gefallen. Wir gehen gleich noch was entspannt essen. Der Tag ist gekommen. Ich bin gerade dabei, hier die UCS Assault on Hoth Echo Base zu bauen. Es ist halt ein Sammelsurium aus verschiedenen kleineren Teilen. Aber was mir aufgefallen ist, dieses Teil hier ist gemeinsam mit dieser Platte in einer Extratüte gewesen. Und diese Platte, die allerdings noch mal 4 Noppen mehr hat, die ist dann trotzdem noch in dem Bauabschnitt drin gewesen. Also warum verpackt man das extra, aber das dann nicht? Also ich beschwere mich nicht, ist jetzt kein Weltuntergang, aber es würde mich mal interessieren, was da der Gedanke hinter dem
Verpackungsablauf ist. Vielleicht liegt es an der Farbe. Und dieses E-Wrap-Geschütz, das sieht einfach besser aus als im UCS 8080. Es ist nicht alles an diesem Set schlecht. Okay, fast alles. Oh Mann, Freunde. Oh mein Gott, schaut euch das an. Obi-Wan Kenobi geht los und ich futter jetzt mir hier einen rein. Oh Gott, freue ich mich da jetzt drauf. Let's go. Ja, ich komme hier gerade rein und kann hier jetzt mal bitte jemand irgendwie so einen Schrei einfügen? Warum? Warum muss das jetzt sein? Freunde, ich bin wieder auf der Jagd nach Neuheiten. Hier steht nichts Neues. Aber hier drüben stehen die neuen Marvel-Sachen. Auch die Cave von Iron Man für 90 Euro. Auch noch da oben so ein bisschen den Jago. Also es fehlt noch einiges. Ach, guck mal, Harry Potter ist auch was Neues da. Wahnsinn. Werde ich mal was mitnehmen und den lokalen Spielwarenhandel zur UVP unterstützen. BTS-Freunde, ich habe es gerade aus dem Regal gezogen. Das ist einfach dünn wie eine Flunder. 90 Tacken. Ich glaube, es hackt. Die da drin müssen sich, glaube ich, gerade gedacht haben, was ist das denn für ein Idiot, dass er das für den Preis kauft. Ich will halt einfach, da muss da irgendwas Besonderes noch drin sein. Ich bin halt Iron Man Minifiguren-Sammler und zum Glück kann ich das reviewen, aber ansonsten, meine Gott. Und das Ziegenboot. Das kostet einfach nicht ganz die Hälfte und der Karton ist einfach noch größer. Was ist denn? Oh Junge. Freunde, guckt euch das an. Das ist einfach Boss Baby Yoda. Schon stylisch bestimmt, oder? Gut, dass du es jetzt aufgesetzt hast. Ja, ich weiß. Ich wollte es dir nicht aufsetzen. Guck mal, Freunde, jetzt, seitdem das Lego-Set so erfolgreich ist, haben die Sukkulenten auch aus echt gemacht. Crazy. So, Freunde, heute ist der 1. Juni. Und der Ferrari kommt aus. Und dafür habe ich mir extra hier einen Abschleppwagen besorgt, mit dem wir das jetzt abholen werden. Okay, es war nur ein Scherz. Aber ich bin wirklich hier mit hergekommen. Freunde, wir sind angekommen. Jetzt bin ich aber gespannt, ob sie noch alles haben. Ich bin eine Stunde zu spät, leider. Naja, kann man nicht ändern. Ist beides noch im Schaufenster. Ja, Freunde, also ich habe für den Ferrari, der passt nicht in normale Tüten. Das gibt jetzt große Tüten. Ich zeige euch gleich noch, was ich eingekauft habe. Den Bahnhof, den gab es schon nicht mehr und den Personenzug auch nicht mehr, weil die davon nur irgendwie 2 Stück oder so gehabt haben. Perfekt. Ich glaube, Lego-Tüten schleppen ist das ultimative Werkzeug, um breit zu werden. Ja, Freunde, ich sag's mal so, ich habe eine heiße Italienerin abgeschleppt. Kann man nicht anders sagen. Ja, also passt alles rein. Und nein, ich habe nichts hinten drauf geladen. So, wir sind zurück im Museum. Also man muss schon sagen, der Ferrari sieht echt gut aus, also der Karton jetzt an sich. Ich habe zwar mit 2 Mitarbeitern schon geredet, die sich beide über den Karton aufgeregt haben, weil die das bei denen nirgendwo ins Regal kriegen. Und ich werde mich wahrscheinlich auch noch oft genug darüber aufregen. Aber das ist genau dieser edle Eindruck, den ich auch von Ferrari habe. Ob das die 400 Euro wert ist, ich glaube eher nicht. Falls ihr es nicht wisst oder warum ich es jetzt im Store gekauft habe, das ist die ersten 2 Monate exklusiv bei Lego selbst. Ganz ehrlich, das kann ich euch nicht empfehlen, das bei Lego selbst zu kaufen. Ich habe es jetzt da gekauft, weil ich es halt reviewen möchte hier auf dem Kanal. Und wenn ich es in 2 Monaten erst hochlade, das Review, guckt sich das Review keiner mehr an. Deshalb habe ich das jetzt quasi investiert. Ihr könnt es aber jetzt auch schon im freien Handel mit Rabatt vorbestellen. Also die UVP zahlt bitte von euch keiner für. Optimus Prime habe ich auch gekauft, weil Lego hat jetzt angekündigt, obwohl das Set jetzt rausgekommen ist, dass es direkt nochmal 10 Euro teurer gemacht wird in den nächsten Monaten. Und ich will es halt hier auch reviewen. Komisch, dass da Hasbro und Lego gleichzeitig draufsteht. Harry Potter, das ist das einzige Exklusivset aus der Welt, deshalb habe ich es auch gekauft, abgesehen von den Brickheads. Da werde ich noch ein Gesamtüberblicksvideo machen. Und die Züge, da gab es eigentlich noch den Personenzug, den gab es nicht mehr, der war schon direkt ausverkauft, genauso wie der Bahnhof, weil sie davon 2 Stück gehabt haben. Den Bahnhof hätte ich sehr gerne. Ich habe auch eine Übersicht gemacht, welche Juni-Neuheiten jetzt alle herausgekommen sind und welche exklusiv bei Lego sind und welche im freien Handel. Findet ihr nochmal in der Infobeschreibung verlinkt, falls es euch interessiert. Und die Tüte, die ich vorhin noch gelobt habe, die ist tatsächlich leider schon eingerissen. Schade Schokolade. So, um das Ganze jetzt nochmal ausklingen zu lassen, starte ich jetzt mit dem Transformer von Optimus Prime. Den baue ich jetzt hier so in Einzelteilen zusammen, damit ich dann im Review zeigen kann, wie das ganze Teil quasi zusammengebaut ist und so ein bisschen die Bautechniken erkläre. Nebenbei gibt es hier Stranger Things Staffel 4. Ich würde sagen, ich mache das mal. Das war es soweit für diesen Vlog. Review kommt auch ganz bald, versprochen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr findet hier noch mehr Vlogs. Bis dahin habt einen wundervollen Tag und ciao, ciao.